Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wunderbar. Immer mehr Christen missinterpretieren diese Aussage und verwenden diese Aussage fälschlicherweise als eine Art ethisch-moralischen Grundsatz für den christlichen Glauben, um die gesamte christliche Ethik zu unterminieren, zu entkräftigen. Sie stellen diesen Satz dem mosaischen Gesetz gegenüber und untermauern das auch absurderweise mit der Begründung, wir stehen ja nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Also im Alten Testament gab es Gebote, im Neuen Testament ist irgendwie alles erlaubt. Stimmt das? Definitiv nicht. Erstens. Das Wort alles schließt natürlich Sünde komplett aus. Es heißt also, alles, was keine Sünde ist, das ist mir erlaubt und selbst davon ist nicht alles nützlich, denn es kann mich trotzdem binden. Das Wort alles schließt Sünde eindeutig aus. Zweitens, exakt die Begründung dafür findet man ja in diesem Abschnitt. Genau darum geht es. Das wird begründet damit, dass der Körper des wiedergeborenen Christen der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist die Begründung dafür, dass nicht alles erlaubt ist, weil vieles Sünde ist. Und es wird einige Verse davor und danach werden Dinge genannt, die Sünde sind und deshalb nicht erlaubt sind. Die Begründung ist, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Drittens, natürlich hat der christliche Glaube Gebote, denn ein Gebot ist jede moralische, ethische Willensäußerung Gottes, ist jedes ethisch-moralische Wort Gottes, das verpflichtend ist. Und das hat das Neue Testament. Lies mal die Bergpredigt, lies jeden Brief, darin findest du Gebote. Viertens, natürlich müssen wiedergeborene Christen auch das Alte Testament zu Rate ziehen, um ethisch-moralische Fragestellungen zu beantworten, auch wenn das sinaische Gesetz nicht mehr die juristische Grundlage ist und die juristische Lebensregel für Christen ist. Wir werden nicht gerechtfertigt auf Grundlage des Gesetzes. Dennoch ist das Alte Testament ethisch-moralisch wichtig, um Orientierung zu bekommen. Nur weil im Neuen Testament nichts über Sodomie steht und Tätowierung, heißt es nicht, dass es erlaubt ist. Dann schau in das Alte Testament, dort findest du Orientierung. Fünftens, die Formulierung, wir stehen nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Das ist keine ethisch-moralische Formulierung, sondern eine juristische Formulierung. Das heißt, wir werden nicht gerechtfertigt vor Gott auf Grundlage des Gesetzes, sondern auf Grundlage des Glaubens an Christus und auf Grundlage der Gnade. Aber dieses juristische Prinzip hat eine ethisch-moralische Auswirkung. Das heißt nämlich nicht, dass alles erlaubt ist. Im Gegenteil, denn trotzdem gibt es ethisch-moralische Maßstäbe, die verbindlich sind.